Ausgaben oder drittens den Versuch, über eine Sonderabgabe jedenfalls die Zukunftsinvestitionen absichern zu können. Mir fällt keine vierte Möglichkeit ein, zumal ich jedenfalls glaube, dass wir uns so ehrlich machen sollten zu sehen, dass selbst wenn Deutschland das schafft, das traue ich unserem Land übrigens sogar zu, Europa insgesamt es nicht schaffen wird. Und wenn die schwächeren Teile Europas uns wegbrechen, dann verkaufen wir dorthin keine Autos, keine Elektrotechnik, keinen Maschinenbau. 60% unserer Exporte gehen nach Europa und nicht nach China oder die USA. Das heißt, wenn man Eigeninteresse daran, dass diese Länder auch wieder auf die Beine kommen, wer soll das eigentlich bezahlen?